Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Indie-Spiel-Unterhaltung und von OUYANews.net. Ja, der Lukas und ich haben uns einmal zusammengesetzt und für euch einige Vorabversionen kommender OUYA-Spiele getestet. Und als erstes haben wir heute das Spiel Stickbolt für euch. Getestet haben wir es auf dem Computer mit PlayStation-Controllern, für die uns extra die Steuerung von dem Stickbolt-Team umgeschrieben wurde. Vielen Dank an dieser Stelle an das Team von Stickbolt. Stickbolt hat in diesem frühen Entwicklungsstadium auf jeden Fall bereits einige Preise abgesahnt, so auch zum Beispiel beim OUYA Create Game Jam als Best Unity Game. Und bei Stickbolt handelt es sich um ein reines Multiplayer-Spiel, das für bis zu 10 Spieler ausgelegt sein wird. Leider waren wir an dieser Stelle nur zu zweit, aber auch so hat es riesigen Spaß gemacht für uns zu spielen und das wollen wir uns euch jetzt nicht vorenthalten. Ihr kennt doch sicher alle den Sport Dodgeball, der besonders in Amerika recht populär ist. Auf diesem Sport ist das Grundprinzip von Stickbolt auf jeden Fall aufgebaut. Ihr rennt auf dem Spielfeld herum, sammelt Bälle ein und versucht eure Mitspieler zu treffen oder und gleichzeitig von den Mitspielern nicht getroffen zu werden. Soweit schon zum Spielprinzip recht einfach gehalten. Gleichzeitig fährt jedoch noch eine Ballschleudermaschine um das Feld herum und beschießt alle Spieler, die auf dem Feld herumlaufen, mit Bällen, die auch wehtun können, wenn ihr davon getroffen werdet. Ihr habt unterdessen die Möglichkeit, Bälle mit unterschiedlicher Kraft zu werfen. Je nachdem, wie lange ihr eure Wurftaste drückt, erscheint ein Pfeil, der euch anzeigt, mit welcher Kraft ihr die Bälle auf den Gegner schleudern könnt. Seid ihr einmal getroffen worden, stirbt eure Spielfigur durch die unglaubliche Kraft des Balles. Kurz darauf spawnt ihr aber wieder in dem Außenring des Spielfeldes neu. Und aus diesem kommt ihr dann erst wieder heraus, wenn ihr einen Ball eingesammelt habt, mit dem ihr dann wieder das Spielfeld betreten könnt. Solange ihr keinen Ball habt, solange könnt ihr nicht auf das Spielfeld gehen. Am Anfang sind die Bälle noch etwas rar gesät, am Ende solltet ihr jedoch keine Probleme mehr haben, einen Ball zu sammeln. Während des Spiels durchläuft die Umgebung und das Spielfeld, auf dem ihr spielt, eine kleine Metamorphose. Anfangs ist das Spielfeld noch völlig normal und ihr seid nur darauf bedacht, dem einzelnen Bällen auszuweichen und euren Mitspieler zu treffen. Dann jedoch verändert sich das Spielfeld und geht quasi in ein Meer, aus dem wiederum ab und zu mal ein paar Wale heraustauchen und auf dem Spielfeld landen und sollten sich der ein oder andere Spieler dort befinden, unter sich begraben und den Spieler dann quasi mal eben platt machen, was dann auch dazu führt, dass ihr neu spawnt. Was für eine Überraschung. Und zu guter Letzt ist das Spielfeld dann im Weltraum, bei dem in der finalen Stage quasi die Umrandung des Spielfelds verloren geht und somit der Showdown quasi anfängt und ihr versuchen müsst, nicht mehr getroffen zu werden. Werdet ihr nämlich getroffen, dann seid ihr der Verlierer des Spiels und weil ihr quasi keinen Spawn-Ground mehr habt, weil der ja dann damit verschwunden ist, ne? Versteht ihr? Ja, ist ja gar nicht so schwer. Also wer in der finalen Ebene getroffen wird, ist quasi draußen. Derzeit ist es noch ein bisschen schade, da es keinen Trefferzähler gibt, der das Ganze mitzählt, wie oft wer getroffen wurde und somit völlig egal ist, wer in den vorigen Runden das Spiel dominiert hat, sondern lediglich das zählt, wer in der letzten Runde getroffen wird und dann das Spiel verliert. Das Spiel Stickbolt allerdings könnte wirklich ein toller Multiplayer-Hit auf der OUYA werden. Durch die Grafik, den Sound und die kleinen Gimmicks wie das Random-Spielen einer Trompete, wir haben keine Ahnung, ob diese noch einen tieferen Sinn haben wird, hat es bereits jetzt großen Spaß gemacht. Und ich wollte gar nicht mehr aufhören zu spielen. Nachdem ich Lukas dann allerdings zum vierten Mal in Folge besiegt habe, hätte ich dann leider alleine spielen müssen. Das war dann ein bisschen blöd. Naja, Lukas, du musst noch ein bisschen trainieren. Dann kriegen wir das auf der OUYA bestimmt auch nochmal öfter hin. Das Einzige, was uns ein bisschen genervt hat auf Dauer, ist die Hintergrundmusik, die wirklich sehr eintönig ist, da es das gleiche Lied ist, was die ganze Zeit wiederholt wird. Aber wir hoffen, dass da noch einige Verbesserungen auf uns zukommen. Denn es sind bereits jetzt schon einige Neuerungen bekannt geworden, wie beispielsweise das Implementieren eines Trefferzählers, was ich ja schon erwähnt habe. Und wir sind dementsprechend echt gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Bis zum offiziellen Launch der OUYA, also im Juni, soll dann alles fertig sein mit dem Spiel Stickbolt. Und bis dahin können wir uns darauf freuen, was wir dann für einen Multiplayer auf der OUYA haben werden. Von uns ist es eine direkte Empfehlung an euch, sich das Spiel zu holen. Denn wenn man mit 3, 4 oder 5 Leuten zusammensitzt und einfach mal Bock auf ein kleines Multiplayer-Spiel zwischendurch hat, ist Stickbolt wirklich das richtige Spiel und macht Laune. Das ist recht kurz gehalten, recht einfach vom Spielprinzip und die Steuerung ist sehr intuitiv. Man kann das Ganze super spielen. Ja, wie gesagt, holt euch Stickbolt, super zum Spielen und macht extrem viel Spaß. Bis dahin, euer Paul.